noch leiser geworden. Kapuzenwurm! Erik hier! Oh, nice! Oh, warte! Ja. Warte hier! Erik! Oh, das ist ein Hai! Hier! Vielen Dank! Pan! Pan! Ich höre euch! Ich höre euch! Oh, ich glaube, die Pan ist zu laut, oder? Kann es sein, dass die Pan zu laut ist? Wenn man nah rangeht? Die sitzt angelaufen. Oh Gott! Ja, da fliegen mir die Ohren weg! Pan, geh weg! Pan, geh weg! Pan, geh weg! Hä, was? Ist jetzt alles super laut! Oh, warte, ich hab meinen Rücken gebrochen! Erik, es ist wie Kinder. Ah, ich hab gepumpt, oh, mal riechen. Oh, du bist so laut. Ich muss die Bahn unbedingt runterdrehen. Die sind alle bei mir. Warte, wie drehe ich euch runter? Wie kann man das machen? Komm, wir gehen ganz kurz in die Option. Warte kurz, ja. Pan, wo sind die Option gerade? Ja, wo sind die Options, Leute? Wo sind denn hier die scheiß Options? Ja, ich glaube, ich muss die Server. Oh, man muss die Serverlobby dafür verlassen, oder? Ach nee, das können wir erst mal. Ich bin nicht fertig! Warte. Escape geht hier gar nicht. Wir müssen erst mal. Oh nein, der Code ist drin. Die zwei sind zu laut. Oh. Aber pass auf, Erik, kein Problem. Du kannst oben auf das habe ich nicht, ich hab's vorher auch geleakt, aber keiner hat's bemerkt. Oben rechts, also, oben hast du so ein Auge. Drück aufs Auge. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Aber hier Lotus, guck mal, Lotus reingekommen. Okay, das ist, ja. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Das Auge und genau raus. So. Okay, ja, dann müssen wir nochmal neu machen. Dann müssen wir leider nochmal neu machen. Okay. Prima. Was ist mit B? Hey, was ist mit B jetzt? Oh, das hört sich ja cool an. Hallo. Oh, hallo. Roger. Houston, wir haben ein Problem. Ich hätte gerne ein Mettbrötchen. Ich nehme zweimal das Big Mac-Menü mit einem Groß mit Cola und Mayo, bitte. Und eine süß-saure Soße. Und was zum Spiel dient für das kleine Kind. Bitte ein Big Tasty Bacon, vielen Dank. Wollen Sie ein Groß? Und einen Helium-Luftballon. Können Sie nochmal wiederholen? Achso, oh, Entschuldigung. Bitte. Können Sie das wiederholen? Bitte an Schalter 2. Frau Ingeborg, bitte an Kasse 3. Frau Ingeborg, bitte. Ich brauche eine neue Münzenrolle an Kasse 4, bitte. Einmal Gang 4, große Marmeladenpfütze, bitte Reinigung. Oh Gott, ey. Da komme ich immer die. Das beste Spiel, schon jetzt. Der kleine Hannes wurde im Bällebecken aufgefunden. Ne, ich habe mich nicht verwirrt. Mama. So, oh, wir okay, haben noch. Ich habe jetzt hier dieses Voice-Ding. Was machen wir jetzt? Wir haben nur eine Taschenlampe. Das ist schlecht. Ja. Nee, wir haben alle Taschenlampen. Wir haben Schultertaschenlampen. Okay. Aber warte mal. Wo ist meine? Kann ich hier anmachen? Kann ich euch nochmal was sagen? Ah. Ja. Hier, bitte. Ich glaube, wer ist das denn hier? Ist das, warte mal, wer ist denn jetzt von euch wer? Wer hat die UV-Lampe? Ich hab die UV-Lampe. Das putzt. Ah, okay. Das putzt. Ja. Ganz kurz, es gibt Anzeichen, wenn wir J drücken. Oh, es geht sogar. Wenn wir J drücken, ist es auf Deutsch erstmal ganz toll. Geister, Und wir haben noch hier die Beschreibung der Geister. Ne? Es gibt da hier so Banshee zum Beispiel. Habe ich Angst, dass wir angeschrien werden. Oh, ich sehe gerade, wir können Schlüssel sammeln. Ich versuche mal einfach laut zu erklären oder das laut zu. Ja, ne? Wollen wir nicht wir einfach mal rein? Werkzeuge? Okay. Nein, warte. Wir haben Werkzeuge, okay. Wir können räuchern. Eine sehr berühmte und sehr klassische Methode, Geister zu schwächen. Verbrennt sie die Räucherstäbchen in der Nähe des Geistes. Verbrennen sie, Entschuldigung. Dann haben wir ein Geisterbuch. Wenn wir das nämlich hinlegen, dann werden die Geister darin was schreiben, ne? Wenn die denn in der Nähe sind. Wir haben ein Ouija-Board. Was hat der Erik denn da? Hä? Ich stehe hier. Hallo? Hör mal zu! Wir haben ein Ouija-Board. Das Ouija-Board ist die häufigste Art und Weise, da kannst du halt mit Geistern kommunizieren. Kannst du ja eine Frage stellen, ne? Wir haben EMF Level 5. Einige Geister werden EMF-Spuren hinterlassen, die auf einen EMF-Reader, ich glaube, das ist das Ding, was ich habe, als Level 5 in Rot angezeigt werden. Dann gibt es noch die Geisterbox. Einige Geister werden durch die Geisterbox reden, wenn eine Frage gestellt wurde. Hat jemand von euch eine Geisterbox? Ich spreche durch eine. Okay, schaltet die Lichter aus, um die Geisterbox zu benutzen. Hase, könntest du bitte zuhören? Das ist ein sehr Ich stehe hier und guck dich an und höre dir zu. Was willst du von mir? Ich nehme das richtig ernst hier. Erik, stell dich mal zur Pan.
Warte, ja, ich stelle mich weiter. Oh, du bist viel zu laut. Die ist viel zu laut. Dann haben wir. Nee, ich will nicht. Dann haben wir. Nee, will ich nicht. Gefriertemperaturen. Alle Geister senken die Temperaturen. Nur wenige Geister lassen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Diesmal spiele ich alleine. Habt ihr das gehört? Nee. Was habe ich gerade vorgelesen? Was habe ich gerade vorgelesen? Alter. Weißt du, ich glaube, der Geist ist schon hier drin. Der Poltergeist. Die Banshee. Die schreit mich die ganze Zeit an, diese Banshee. Der Raum kann kalt werden und ja, wir müssen ja gleich rausfinden, welcher Geist das ist. Wenn wir das nicht wissen, dann können dann fragen wir ihn mal, wer er ist. Also, dann haben wir Fingerabdrücke. Einige Geister sind bekannt dafür, dass die Fingerabdrücke auf Türen, Fenstern und Lichtschaltern hinterlassen. Diese sind mit UV-Licht sichtbar, Hase. Das hast du. Nee, das hat der Putzi. Nee, das hab ich. Das hat der Putzi, genau. Geisterorb, der klassische paranormale Beweis, dass nicht alle Geister haben einen klassischen Beweis. Was? Aber nicht alle Geister, ne? Er kann durch die Videokamera gesehen werden. Geisterbuch, einige Geister werden in diesem Buch reinschreiben, wenn es in der nächsten Nähe ist. Oh, das war's. Entschuldigung. Erik, lass mich mal kurz zu paaren. Ich hab eine Idee. Du willst einfach nur ein Foto machen? Fotos machen? Ja. Und dann sind wir bei Beweise. Du brauchst die Fotos. Ja, für euch, als Erinnerung. Du brauchst die Fotos später noch alle, du hast nur 5. Ja, eben. Könnt ihr jetzt mal bitte das ist eine Digitalkamera, die hat noch 5 Fotos frei. Ja, wollen wir kein Selfie machen oder so? Lass mal auf Instagram posten. Ja, oh, ja, komm, stell dich mal dazu. Das wird das Schöneste. Komm jetzt. Ja, na bitte. Hast du gerade ein Foto gemacht? Wir haben nur fünf Bilder, ne? Ja, das habe ich gerade erklärt. Das ist für die Mama. Die wird sich freuen. Wir haben nur noch 4. Hey, schau mal, Lili. Okay. Schau mal! Ja, was denn? Hast du das Foto da? Ja, das ist ja da auf der Kamera! Ich sehe da gar nichts. Da! Ober dir! Oben! Ja, ja, ich sehe die Kamera, aber ich. Wir werden ja alle sterben. Achso, du siehst kein Bild? Nee. Da! So. Gut. Okay, weiter. Lass weiter. Also, wir haben Beweise und jetzt nur noch 4 Fotos dafür. Wir haben, bei den Beweisen kannst du einstellen, zum Beispiel die Items, die wir haben. Ich habe ja diese EMF-Dings da. Und da kann ich sagen, okay, das hat mir ausgeschlagen. Auf Rot, das ist Stufe 5. Oh Mann, du bist so laut. Dann kann ich das hier einstellen. Ja, weil ihr nicht hört. Aber bei Beweis. Oh. Dann haben wir nochmal Beweise hier unten, Geisterkugel. Und dann kann man hier unten bei Geistertyp, wie das nämlich gefiltert. Oh, warte. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Banshee oder ein Revenant, keine Ahnung, was das ist. Und dann müssen wir halt mit den Beweisen rausfinden, welcher Geist in diesem Haus ist. Ja? Ihr macht mich fertig, ne? Ihr macht mich einfach fertig. Ich hoffe, Erik, der Geist wartet. Warum ist auf einmal auch so laut? Schreit ihr an eure Mikrofone zwischendurch? Nein, ich schrei doch nicht. Nein. Der Geist, das war der Geist. Plötzlich seid ihr mal laut. Vielen Dank. Warum bist du so laut? Ja, das sage ich doch. Ihr schreit manchmal einfach. Im Regal. Was für Special Items habt ihr denn jetzt? Der Putzi hat die UV-Lampe. Die UV-Lampe und die Kamera. Ich habe auch eine Kamera. Mit euren, du hast auch eine? Ich habe das Buch genommen. Ja, dann haben wir den Scheiß und haben einen Finder. Geht schon. Ihr schreit die Geister einfach weg. Ich glaube auch. Ich habe einen Schlüssel. Was ist das denn hier? Hier oben hast du noch was genau. Nimm das. Ach, hiermit kann man Geister, glaube ich, hören, ne? Und? Hat er schon was gesagt? Ja, aber ich krieg ja Radio FFN gerade rein. Warte kurz. Ach so. Hallo, hallo, Test 123, 123, 123. Und ich gehe wieder weg. So. Sollen wir langsam starten? Ja, an uns soll es nicht liegen. Ja, dann sehen wir hier nämlich jetzt die Beschreibung von dem Vorfall irgendwie da. Also, ja, lass doch mal schauen. Erik. Ja, okay, Erik, komm rein. Geh mal vor. Optionale Ziele. Episch. Ziel 1. Oder der Erik. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Am besten Kapuzenwurm. Ziel 3. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Ziel 4. Machen Sie ein Foto vom Geist. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Dorothy Taylor. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand, der allein ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Ja,
Verdammt. Okay, warte. Dorothy so. Kane. Erik, dein Insanity lässt schon locker. Wir müssen... ich verstehe, warum. Habt ihr den Namen gemerkt? Ich habe alles gemerkt. Dorothy Taylor. Dorothy Taylor. Dorothy. Okay. Na, wer, jetzt erstmal nicht sagen. Achso, jetzt nicht sagen. Okay. Ja. Ich sag nix. So. Es geht los. Roger, Skirman. Copy that. Ja, ich hab hier. Warum? Was ist hier drin eigentlich? Warte, also, warte, warum? Oh, hier ist verschlossen. Leute, wie mache ich die Taschenlampe an? Rechts. Mit rechtsklick. Hä? Du, aber der Schlüssel leuchtet gerade. Ganz kurz, hier liegt ein Schlüssel drin. Kann man den mitnehmen? Ich hab auch einen mit. Ach, okay. Wenn du den mit hast, dann musst du die Tür öffnen. Die Tür ist verschlossen. Danke mal. Aber ich habe keine Taschenlampe. Warte doch bitte auf mich. Bitte benutzt ein Funkgerät. Entschuldigung, könnt ihr bitte noch nicht reingehen? Ich muss meine Taschenlampe anmachen, aber die geht nicht an. Rechte Maustaste. Ja, mach ich. Du hast doch gar keine Taschenlampe in der Hand. Mach ich. Taschenlampe ist ein Itempan, die du nehmen musst. Echt, habe ich nicht gerade... Du hast keine Taschenlampe in der Hand. Aber es gibt noch Tee vielleicht für die Schulterlampe. Ich bin mir nicht sicher. Leute schreiben Tee. The bomb has been planted. Tee macht er auch nicht, nein. Es gibt nur eine richtige Taschenlampe, drück mal Tee. Es gibt nur eine, aber der, warte mal, der Putzi hat doch da auch seine Schulterlampe an. Tee drücke ich. Ne, ihr habt alle die Lampe an der Schulter. Ich drücke Tee. Echt? Und die Lampe an meiner Schulter ist nicht an, oder? Was ist bei mir? Oh. Ach, Tee? Bei euch ist auch eine Lampe in der Schulter, aber das ist ein Bug, glaube ich. Okay. Ja, ich habe die Taschenlampe. Ich glaub, cool. Wir haben nur eine Taschenlampe. Ich habe genommen bzw. hinzugefügt. Man kann da was kaufen. Ich glaube, wir haben nur eine Taschenlampe und die hat der Erik. Und deswegen, weil der Erik der mutigste ist, freue ich mich schon, dass er vorgeht. Erik, ja, komm! Ja, aber du hast den Schlüssel. Ja, richtig. Also, ich mache jetzt dir auf. Ich mache dir hell. So. Da kommt er schon, der Gruselmann. Jetzt rein. Okay. Erik, ich hab Angst. Hilfe. Oh Gott. Ich möchte hier raus. Ich gehe rein. Okay. Kannst du deine erstmal ausmachen, weil das so verwirrend ist mit dem lila Licht? Achso, die macht auch Licht. Nee, mach ruhig. Keine Aktivität festgestellt. Oh. Dorothy Taylor, bist du da? Sag mal, bist du wahnsinnig? Bahn will da kein Gruselgespenst hinter mir stehen. Dorothy Taylor, ich rufe dich. Dorothy Taylor, gib uns ein Zeichen. Die Dorothee ist, die ist doch sicher da hier. Es ist der warte mal, geh mal nicht weg. Ja, Moment, warte. Was denn? Ihr könnt mich alleine vorbirschen. Dorothy Taylor, bist du hier? Dorothee! Dörte! Hallo! Dörte! Können wir danach zum McDonald's gehen? Wir gehen die Türen auf. Links gedrückt halten und dann in die Garage gehen wir rein. Ja, die ist bestimmt in der Garage. Ist halt, ich hab so das Grusellicht dabei. Das ist ja nix. Taylor, bist du da? Dorothy Taylor. Dorothy. Sollen wir nicht nach oben gehen? Doch, können wir mal. Wie könnte ich das machen? Ja, oh, das Grusellicht. Jawohl. Da kann doch ja nichts passieren mehr. Wo sind eigentlich die Besitzer von dem Haus? Dankeschön. Wo sind eigentlich die Besitzer von dem Haus? Ich weiß es nicht genau. Also, die sind wahrscheinlich so lange weg, weil wir ja gerade die Ghostbusters sind, ne? Oh, Erik, ich hab was gefunden. Was denn? Schau mal. Oh, die sind Bilder. Oh. Dorothy Taylor, sind das... Aber das ist die Bahn, die mich gerade erschreckt hat. Bahn, bist du an? Ich geh mal nach oben. Bahn, du gehst zu so einem Gruselgespenst. Bahn, komm, wir gehen rauf. Oh, was ist das? Ich hab... Warte mal. Was denn? Der IT ruft an. Was denn? Ich hab die Tür ein bisschen zugemacht. Wegen den Nachbarn habe ich ein bisschen zugemacht. Die sind sehr laut. Hier, dann mach mal zu, damit's auch nicht davon rennt, die Dorothee, ne? Wissen wir. Okay. Oh Gott. Das knarzt aber ganz schön hier da oben. Mein Gerät! Was denn? Habt ihr es gehört? Mein Gerät? Ey, komm, mach Licht an. Nein, das war ich. Wir anmachen! So. Ah, du bist. Oh, ein Schlüssel. Okay. Boah, Angst. Ich hab einen Schlüssel mitgenommen. Du willst doch die Dorothee nicht bestehlen. Das ist genau mein Vorhaben. Ich loot hier alles aus und dann hau ich ab. Dann gehen wir wieder. Mein Gerät! Oh mein Gott, in den Raum!
Ja, da geh ich nicht rein, da weiß ich schon, wer vorgeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Dann gehen wir, ja, wenn ich... Aber hier hinten eine... Ah, da. Dorothy Taylor, bist du da? Moment, die Dorothee, die blitzt da drin. Geht's wieder raus? Es knötert. Ich höre Geknöter. Ja. Mach mal Licht an. Ja, oh Gott, ja, die Lichter sind aus. Stimmt. Das, ja, Mann, stimmt. Wer hat das denn ausgemacht? Mann? Die Dorothee war's, klar. Okay. Bam. Hört ihr das? Jemand hat ein Yes gehört. Jemand hat ein Yes gehört auf die Frage. Ja. Yes? Ja, das ist Erik. Warte mal, vielleicht redet sie mit uns gerade. Was ist jetzt los? Das Radio ist an, das bin ich nicht. Hier ist ein Radio an. Willst du wissen, wie wir das Wetter morgen, Erik, sagt? Ist die Sicherung raus? Das ganze Haus ist aus, die Sicherung ist, glaube ich, aus. Ja, dann soll man raus. Ich geh mal in den Keller. Ich mach mal Sicherung. Ich mach kurz Sicherung, ich geh in den Keller, ne? Ey, das wäre viel cooler, so zu reden. Okay, soll ich mal die Sicherung? Komm, fahren wir mal Sicherung. Dorothy, Taylor, mach mal bitte das Licht an. Ich gehe jetzt in den Keller. Okay, alles klar. Wenn ich sterbe, sagt meiner Frau, ich stand immer unter ihrer Fuchtel. Der Putzi ist einfach zurück ins Auto gegangen. Ja, weißt du, warum es nicht so dringend ist? Ich habe mir so einen Snack geholt und eine Kopf. Kannst du bitte hier wieder hinkommen? Ich habe keine Taschenlampe, Mann. Du, ich habe Angst, Mann. Ich will hier nicht sein. Ich sollte hier nicht sein, ne? Ich bin bei dir aus. Ja, Entschuldigung, ich erforsche hier gerade alles. Es ist sehr gruselig. Aber wir brauchen doch... Wir brauchen doch... Also die Dame war ja oben, ne? Aber wo ist die Sicherungskasse? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier die Sicherungen sind. Kurz. Hier ist eine Fliegenfalle. Ich werde mal ganz kurz... Ich werde das Journal mal ganz... Was? Ich werde das Journal... Oh, danke schön! Ist wieder an! Sicherungen sind an! Also, die hat auf die Geisterbox reagiert. Deswegen mache ich das mal kurz. Und das ist so cool. Auf mein Gerät. War mein Gerät auf 5? Sag mal. Ey, warte. Ich glaube, es war 5. Oder? Der Geist hat mich. Okay, wir müssen nochmal nach oben. Roger. Auf 3, ah, okay. Ach, das bist du. Oh, Gott sei Dank. Sollen wir nicht über die Lichter anmachen? Ja. Kannst du. Nee, die Sicherung fliegt raus, wenn zu viele Lichter an sind. Ach so. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. Warte mal. Erik, lass mich nicht alleine. Ich mach ein bisschen die Lampen aus hier, ne? Achso, haben wir schon. Oh, cool. Gut. Ja, oh, kannst gut. du nach oben gehen mit dem mit der Taschenlampe? Ja. Erik, komm. Stürme. Da ist auch wieder Licht. Ja, das ist gut. Stürmen. Hier war der Raum, hier. Und dann rein in die gute Stube zu Dörte. Dorothy Taylor, bist du da? Dorothy Taylor, gib uns den Zeichen. Gib uns den Zeichen. Hat jemand das Buch mit? Ja. Können wir das vielleicht in die Mitte legen? Hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Die ist es woanders. So, wo ist denn das Radio? Kann man das ausmachen? Ich wollte gerade sagen... Mach mal das Radio einmal aus. Wer hat das Geister bitte einmal ausmachen? Leute. Leute. Abbruch, Helikopter in der 7, bitte. Leute. Sie war gerade hier. Ich hab sie gesehen. Sie ist durch mich durchgegangen, aber ich lebe noch. Abbruch! Sie ist abgebrochen! Abgeschlossen! Die ist abgeschlossen! Mach sie doch mal auf! Hallo! Lass mich hier raus! Oh mein Gott! Ich hab gebogen! Dorothy Taylor! Warte, ich mach noch ein Abschiedsfoto von Erik. So, damit ich mich dran erinnere. Ich höre das. Laut der Information haben wir einen Djinn oder einen Oni. Wem aber? Drück mal J und geh mal auf Beweis. Ich habe Geisterbox eingestellt und EMF Ebene 5. Ach so, wir teilen das nicht. EMF Ebene 5. Stimmt, okay. Ja. Und Geisttyp Oni, sagst du? Ja, warum bist konnte warum jemand, denkst wer, du das? Wer hat das Foto? Erik, konntest du ein Foto machen? Nee, leider nicht. Ich war überrascht einfach.
Achso, Leute, wir müssen vom Geist machen. Da komm, jetzt gehen wir rauf. Es gibt ein Shooting. Welche Maustaste ist Rechtsklick? Ist Foto machen, ne? Rechtsklick, genau. Okay, Erik, du, ich, du. Ja. Du musst ja auch den, du musst ja beleuchten und ich mache ein Foto. Komm, Erik. Was ist das für ein deppertes Radio? Warte, ich hab das Radio. Jetzt warst du das? Was? Wer wieder aus? Wer rausgemacht? Ist das, ja, dann go. Ich hab das Foto ready. Dorothy Taylor, bist du da? Wo ist sie? Das Radio geht mir am Arsch. Erik, kommen wir drin ab. Das, ja. Dorothy Taylor, gib uns ein Zeichen. Ich muss panisch lauter machen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist ein Nebenraum. Komm, geh mal rüber. Komm, Erik. Okay, hau rein. Erik, komm mal. Da ist, mach das Radio aus. Ist hier das Radio? Ist das ein Nebenraum? Boah, ja, das ist hier. Oh, danke. Wo ist sie? Ich glaube hinter mir. Ja, zum Glück bin ich nicht bei dir. Was ist das für Geräusch? Ich höre das auch. Irgendwer hat den Wasserhahn angemacht. Hier, ich leg das Buch hin, Ja, gut. Der liegt nicht hin. Okay, ich hab die Kamera ready. Der liegt nicht hin. Ich hab keine Ahnung, wie es gehen soll. Warte mal, aus dem Badezimmer. Stimmt, aus dem Badezimmer kommt's. Hinlegen. Ich glaube, die Dorothee musste mal. Geh? Ah, okay. Ich hab. Okay. Kann mal jemand auf das Buch bitte leuchten? Das ist unter Putzi da. Hier ist es. Okay. Ja. Genau. Wie lege ich Sachen eigentlich ab? Dorothy mit F, Taylor, okay. Schreibe etwas in das Buch. Dorothy, ich hab die falsche Kamera. Gib uns ein Zeichen. Moment, irgendwie kriegt gerade ein SMS. Das ist gerade vibriert. Mit F? Kann sie das Deutsch? Warum liegt das Buch hier noch nicht drin? Oder meinst du, sie kommt hier im Flur eher? Die ganze Zeit jetzt war. Nee, sie ist im Badezimmer, glaube ich. Weil man hört hier so einen Tropfen. Ich glaube, das ist ein Badezimmer, oder? Oh, shit. Oh nein. Ich habe meine beiden Sachen weggeworfen jetzt. Ich kann nicht wieder auf. Mit E. Mit E? Ach, super. Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein Badezimmer. Jetzt liegt das Ding. Ich glaube, Dennis war hier kacken. Wieso? Was? Liegt ein Tuning-Magazin. Ist das ein Auto? Dorothy Taylor, gib uns ein Zeichen. Ja, ich glaube, es ist im Badezimmer. Kommt, wir schauen mal. Kann jemand von euch... Moment. Dorothy Taylor, gib uns ein Zeichen. Die ist da drin. Ja, der Wasserhahn war nehmen. Komm her, ich glaube, sie ist hier drin. Weil hier ist der Wasser noch an. Ja. Auf einmal so laut. Hier ja, drin, gib die Kamera. Da drin, ne? Hier war der Wasserhahn drin. An. Okay, Erik, ich bin ready. Okay, soll ich? Was war? Willst du das Buch? Das Buch vielleicht noch was? Sie redet. Da war sie! Da ist sie! Warte! Ja, komm, geht euch drauf! Komm mit! Das ist weg. Ich höre sie. Ja, Dorothee. Sag mal die Lottozahlen, Dorothee. Erik. Was mit der Pan? Was ist mit der Pan? Ja. Erik. Ich glaube, die Pan stirbt gerade. Die Pan ist tot. Die Pan ist tot. Die Pan ist kaputt. Erik. Die Pan ist tot. Der wenig. Wir machen jetzt schnell ein Foto und dann gehen wir wieder zurück. Oh. Brett liegt am Boden. Pandoria down, ich wiederhole Pandoria down. Erik, was machen wir jetzt? Man down. Hast du ein Foto gemacht? Hast du ein Foto gemacht? Ich habe ein Foto gemacht, aber da war sie schon weg. Was, F? Sie hat F gesagt, Erik. Oh, ich muss ein Video gehabt haben, ne? Ich habe die Kamera genau dahin ausgerichtet, oder? Nee, ja, was für Glück, da können wir gehen. Ja, dann ist Feierabend jetzt, ne? Ja, nice, Erik. Komm, wir fahren zu Meckes. Erik, wirklich geht dir. Da fahren wir zu Meckes. Nice. Haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. So, hier, Tür zu. So, tschüss. Erik, das ist ehrlich. Feierabend. Schön. 18 Uhr. Tschüss. Aber das macht aber hungrig sein Job. Ne? So. Ich finde, das haben wir uns verdient. So, nimm die Cam mit. Oh ja, Cheeseburger. Oh, ich muss die Kamera noch holen. Oh, da. Da ist doch. Aber kann man das wieder holen hier? Also kann man das hier play oder so? Ich weiß nicht. Wo ist denn das jetzt? Hier ist Videokassette. Die kommt eh nicht bis ins Auto. VHS ist das noch.
Die Cam, ja, die Cam schon, ihr habt natürlich recht, aber kann man das als auch sehen? Es ist jetzt weg. Es ist jetzt dunkel. Ach, Nachtsicht ein aus, Maus-Kamera-Wechsel. Wir hatten ja nur eine mit. Ach, da sitzt wahrscheinlich einer hier und guckt dann einfach zu, ne? Das, ja, das ist ja, das wäre ein Auftrag, das wäre ein Job für mich. So, warte, ich hol die Kamera mal eben raus. Ja. Erik, ist jetzt wieder rein. Ich geh rein. Du weißt eh, dass die Punk. Wir gehen rein. Du weißt eh, dass die Punk um dich hoch, gell? Die ist da. Die Pan, die Pan wird immer bei uns sein. Ja, stimmt. Sie umgibt uns. Ja, und wird. Ja, stimmt. Warte mal, aber die. So. Warte mal, Pan Sachen liegen doch am Boden, oder? Ja, ich hab ein paar Sachen aufgehoben. Kannst du das Buch auch aufheben? Ich schau. Was ist die Pan für Fernbedienung gehabt, Erik? Schau mal her. Pan, was hab ich da? Sehr, sehr ungünstig. Ist da was ins. Da ist nichts ins Buch geschrieben. Da hat sie ihr Autogrammbuch mit. Und die Dorothy Taylor hat nicht mal reingeschrieben. Erik, jetzt, ich bin doch oben. Warte mal. Komm, Erik, wir suchen mal. Komm mit. Warte. Ach, Kamera kann ich nicht nehmen, weil ich das Buch mit habe jetzt, ne? Warte, ich hab die komische Fernbedienung von der Pan. Was macht denn sie? Was macht die? Keine Ahnung. Oh, Erik, sie piept. Erik, da drin piept sie. Ich glaube, dass sie ist da drin. Tschüss! Tschüss! Ja, es leuchtet! Erik, vor Leuchte! Leute! Erik, ich glaube, sie ist recht! Bist du sicher? Kann sie durch Wände gehen? Ich war mir nicht sicher. Ich dachte mir. Warte mal, ich in die Fernbedienung. Warte, komm gleich. Warte. Oh, es hat gebiebert. Ja, ja, komm, Erik, gib mir nachher. Ich leuchte daheim. Warte. Ja, leuchte, ja. Erik, ich geh rein. Komm. Oh, Erik, da drinnen. Steht ihr da? Erik, komm. Ja, nee, aber die steht nicht da drin, aber es piepselt. Erik, jetzt mach nicht zu. Nee, ich leuchte. Mutig, todesmutig leuchte. Es schlägt aus. Sie ist auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist müde. Sie ist im Schlafzimmer. Ja, dann die alte Dame relaxt ein bisschen. Lass sie doch schlafen. Ja. Hier verfuß. Warte mal. Ah, hier war es gerade. Warte, nee, es ist, glaube ich, woanders. Vielleicht da drüben? Rennen kann man nicht, ne? Sie ist im Schlafzimmer. Ja? Ich piepselt? Nee. Sie muss drüben sein. Ich glaube, sie ist drüben. Ich gehe mutig hinter dir her und leuchte, damit du alles siehst. Das merke ich schon. Das ist aber der Wetter, wenn wir vor mir sind. Erik! Oh. Da drin piepselt's. Kamera aus. Also ich hole gleich die Kamera raus. Ja, die ist da hinten. Oh, Alter, wie das hier ausschlägt. Oh, Junge. Ja, da ist richtig Party da drin. Dorothy jetzt. Taylor! Erik, ruf sie nicht. Erik, da ist sie! Sie ist die Treppe runtergegangen. Sie ist die Treppe runtergegangen. Leg danach. Geh nach. Warum flackerst du so, Erik? Du machst mich voll. Das ist. Ja, das ist sie! Das okay. Ich dachte, du musst hier gerade. Oh! Erik! Ich bin tot! Was? Nein, Putzli! Nein! Ich sehe das gerade! Aber ich habe keine Kamera mit. Hallo? Kapuzenwurm, ich rufe dich! Handoria! Bist du da? Das ist eine sehr gesunde Gesichtshaltung. Ich glaube, es geht ihm gut. Ich glaube, er ist noch gesund. Die Kamera kann ich auf eBay noch verkaufen. Jetzt habe ich nur das Buch. Es war schön. Es war so schön. Tschüss. Schlaft schön. Gute Nacht. Entschuldigung, ich bin's nochmal. Ich will nicht stören. Ich hätte gern die Sachen zurück, ja? Die waren nur geliehen. Könnte ich. So, das UV-Licht. Danke.
teuer. Die kriegt man so schnell nicht, ne? Also. So, UV-Licht. Hier. So. Die Kamera. Zwei Fotos sind noch übrig. Wie komme ich hier wieder? Ciao! Bin raus! Hallo? Hallo? Sag mal, wie war's denn jetzt? Hast du dich gerade verpieselt? Was soll ich denn sonst machen? Ey, du feige Sau! Hä? Ja, fertig machen da! Oh, bist du laut. Bitte schreit nicht so, ja, bitte schreit nicht so. Und ich möchte ganz kurz, ja, ich habe gerade zwei sehr liebe Menschen sterben sehen. Könnt ihr ein bisschen Mitleid haben, bitte? Der Putzi ist gar nicht gestorben, der saß da nur. Das haben wir doch alle gesehen. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. $10, worth it. Oh, nochmal. Ihr müsst das Buch einloggen, sonst gibt es kein Geld. Das Buch einloggen? Na, ich weiß nicht, wie stehen da ihre Schuhe einfach? Also ich hab die Sachen, warum kann ich nicht wie genau machen wir das? Warte mal, wie genau machen wir das? Könnt ihr bitte nicht so schreien? Ich glaube, in der Lobby sind die Lautstärke-Einstellungen aufgehoben, glaube ich. Ja. Also ich lese mal kurz vor. Also einfach leise hier, am besten leise reden. Hört ihr mich? Okay. Ich höre dich, Padore, ja. Okay, hier steht, jeder muss in sein Journal sein Zeug eingetragen haben, bevor er mit dem Van abfährt. Sonst no money für alle. Ich hatte die eingetragen. Ihr müsst Fotos von Aktivitäten machen und ihr bekommt Geld, wenn ihr den richtigen Geist herausfindet. Ja, wir hatten das leider nicht. Wir hatten den Oni eingetragen, es war aber der Djinn, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Aber ich finde, es ist viel witziger, die Sachen rauszufinden. Also ich fand das gerade, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, das hat es irgendwie lustig gemacht, fand ich. Ja. Im Buch den Geistertyp auswählen und dann losfahren. Okay. Ey, ist das okay, wenn wir ganz kurz pinkeln gehen? Ich muss voll pinkeln, ey. Ja, dann würde ich auch ganz kurz, das würde ich auch mal ganz kurz machen, ne? Okay. Ich lass mal ganz kurz hier laufen. Ich bin also nicht pipi, aber hier spielen und dann würden wir gleich weitermachen. Aber wir müssen das ein bisschen ernster nehmen. Wir dürfen nicht alles so krass zusammen so durcheinander reden, weil wir konnten die ganzen Zeichen und so, wir konnten das alles gar nicht hören. Das Problem ist aber, wir sind drei gelernte Sprecher, ja, die ganze Zeit nur quasseln. Das ist ja unsere. Und deswegen natürlich quasseln wir immer alle durcheinander. Und das muss raus. Du bist doch immer so ernst in so Horrorspielen, Hans. Ich bin verwundert. Ich bin ja auch ernst gewesen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Ich bin da geblieben, wenn ihr abgehauen seid. Ich habe versucht, irgendwie was hinzukriegen. Aber vielleicht teilen wir uns gleich einfach mal auf. Gleich. Das ist eine gute Idee. Das macht man, glaube ich, nicht. So, dann gehe ich einmal ganz kurz pinkeln. Das will ich auch mal kurz machen. Quasseln mit der B-Taste. Genau. Und bitte öfter mit der B-Taste quasseln, weil im Keller, wenn ihr geredet habt, ich habe nichts von euch gehört. Dann vielleicht einfach mal mit B reden. Aber wie gesagt, es ist die erste Runde. Wir lernen ja gerade noch, ne? Ich weiß natürlich, viele Leute wissen viel mehr über das Spiel als wir gerade, aber wir lernen gerade. Also, das macht doch irgendwie Spaß, wenn man es nicht weiß, finde ich. Bis gleich! Ja, dann kann man es ja auch rausfinden. Genau. Okay, bis gleich. Genau. Moment. Tschüss. Bis gleich. Genau, zwei Beweise hatten wir ja schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Jo. Okay. Ich gehe auch mal schnell pinkeln. Dann bis gleich. Ja. Moment. Tschüss. Siehst du, am linken habe ich von euch beiden ins gemacht. Ja, ich erkenne es. Was? Hier sind wir? Das jetzt hier? Ist das richtig? Sind wir tot? Hä? Was sind das für Fotos? Du bist im schwarzen Pulli und Pani ist im Beißen. Was? Ist das schon? Das sieht aus wie eine Art Galerie. Unten weiß, oben schwarz. Hä? Ja. Und da stehst du, als du dich den Geist gestellt hast, Erik, da benehmen. Da fliege ich über den Mond. Und da wurde ich gestern, das hat nicht geklappt. Komm, wir machen das so, wenn einer diese Geisterbox hat mit dem Radio, der Erik hatte die, und ich glaube irgendwie mit dem Voice-Chat ist das manchmal buggy, weil manchmal hat er irgendwie nichts gesagt, aber irgendwie, das ist ganz komisch irgendwie. Warte, ich habe nichts gesagt, aber bei dir kam was an. Nein, was ist das zu machen, wenn der Erik zum Beispiel sagt, hey, ich frag jetzt den Geist mal was mit der Voicebox, dass wir dann halt ruhig sind und mal gucken, ob der Erik dann eine Antwort kriegt. Oder wenn ich zum Beispiel das Buch hinlege und sage, hier, lieber Geist, schreib mal was in das Buch. Ah, man kann seinen Charakter ändern, Entschuldigung. Und ganz kurz, nur ich habe die Bilder gerade gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Ich habe nur so schwarze Bilder wieder gesehen, deswegen haben wir es auch gesagt. Okay. So. Okay, also nochmal.
No, kann ich das kurz wenn ich zum Beispiel das Buch hinlege und dann irgendwie sowas sage, wie gib uns ein Zeichen oder schreib in das Buch, dass jemand von euch auf das Buch leuchtet und wir erstmal das Buch kurz beobachten? Ja, das können wir machen. Sollen wir zwar ausmachen, wer was aufhebt oder ist es egal? So. Ja, lass es mal gleich im Wagen am besten machen. Ja, okay. Gut. So, dann bin ich very ready. Okay. Ich auch. Jemand muss, glaube ich, einen Job auswählen, weil ich kann es gerade nicht. Auftrag, kein Auftrag ausgewählt, aber ich kann keinen Auftrag. Was will er einen Job? Achso, ich kann auch nicht machen. Ah, okay. Warte mal, ich kaufe mal. Können was wir, wir haben nur $10, wir können nichts kaufen. Ich kann ein Feuerzeug kaufen, aber wir müssen erstmal Geld verdienen, um Taschenlampen zu kaufen. Ja, ein Mac-Menü ist drin. Genau. Ganz kurz, was soll ich nehmen? Ich kann es auswählen. Am besten noch einen Anfängerjob? Wo sehe ich das? Einfach draufklicken und gucken, was da steht. Genau. Ridgeview Roadhouse, haben wir das gerade gehabt? Weiß ich nicht. Oder Farmhouse. Nee, Farmhouse. Nee, Benni, ich bin nicht dran. Nicht so laut. Okay. Ist unglaublich laut. Ja. Okay, soll ich vorlesen? Empfohlene Teamgröße 2, das reicht. Ein zweistöckiges Drei-Schlafzimmer-Bauernhaus mit einem Dachboden. Die Besitzerin rief heute Morgen an, anhand dessen, was sie erzählte, hörte sich so an, als ob ein Geist diesen Ort heimsucht. Begeben Sie schnell, wie es geht, vor Ort und sammeln Beweise für das Geisterentfernungsteam. Wir haben Infos für Sie nach Ihrer Ankunft. Nehmen wir das? Farmhaus? Ja, gerne. Ja, machen wir einfach. Ja. Okay. Ich hoffe, wir machen das in der Lobby, dass hier die Lautstärke-Einstellung genommen wird. Okay, ich habe mich versucht, leise zu reden. Pan, mach auch nochmal bereit. Ja, danke schön. Okay. Danke für die ganzen Follower. Dankeschön. So. Ich danke auch ihr. Ich kann vorlesen, kann ich gar nicht. Okay. Willst du ready, oder? Putzi auf Start drücken. Start. Okay. Warte, okay, jetzt. Normal hat Dankeschön. Jeder eine Taschenlampe. Man muss jeder eine Taschenlampe. Oh nein. Was denn? Oh, was passiert? Jetzt schon die Lautstärke wieder. Was denn? Ja, jeder hat eine Taschenlampe, man muss sie nur hinzufügen, stand da gerade, aber man muss... Das hat nicht wirklich funktioniert, ich hab's gerade probiert und man muss auch erstmal welche kaufen. Aber ich weiß nicht, ob jeder eine eigene Taschenlampe hat. Mehr Taschenlampen kaufen können wir nicht machen, wir haben nur $10. Wir haben nur $10, Leute. Okay, Fernbedienung. Okay, pass auf, dann nehme ich hier die Kamera. Oder willst du die Kamera, Erik? Ich hab gerade geliebäugelt. Ist okay? Dann nimm. Plan. Die Kamera, die du hast, brauchen wir nicht, weil dazu müsste einer im Van bleiben und das Video beobachten, glaube ich. Okay. Achso, mit der Kamera kannst du ein Foto machen. Hier, guck mal, fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Und das ist das zweite Ziel. Deswegen die Kamera würde ich schon nehmen. Okay. Kamera mal mit, also die, aber nicht die Videokamera. Die Videokamera ist für hier, für den Videofeed. Achso, okay. Genau. Und die muss ich dann platzieren einfach nur? Ah, und also wie? Die bringt aber nichts, weil niemand von uns im Van bleibt. Also die kannst du ruhig hier lassen. Ja, das ist... Okay, aber... Ja, ein Souvenir. Nee, aber du hast doch den Handslot... Dein Handslot ist doch belegt dann einfach. Du kannst Achso, kein, okay, genau. Dann. Also wir können nur zwei Gegenstände mitnehmen. Ich habe jetzt einmal die Kamera und einmal nehme ich vielleicht... Die jetzt. Okay. Ich habe die Kamera dann und das Geräusch. Okay. So. Dann nimm du die UV-Lampe da. Und, genau, die UV-Lampe muss noch. So, oder? Option, dann mache ich die Panik wieder ein bisschen lauter. Aber, okay. Und den Putzi ein bisschen leiser. Aber Erik hat die... Erik, warte mal. Nee, Moment. Erik hat die Kamera, das ist gut, dann habe ich die Lampe, weil ich muss leuchten, er macht Foto. Panik, nimmst du die UV-Lampe dann? Weil ich weiß nicht, was die bringt. Mit der kannst du, das habe ich am Anfang vorgelesen, mit der kannst du so Fingerabdrücke von dem Geist sehen. Also nicht jeder Geist hat das, aber manche halt, deswegen. Na gut. Na dann. Und das ist der Fotoapparat und das ist die Videokamera, okay. Wer liest vor? Soll ich mal wieder? Nicht klar. Gerne. Okay. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Also wie immer, fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Das kann ich auch zu Hause machen. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Das habe ich. Super. Okay. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Haben wir das dabei? Ich habe kein Thermometer. Ich die Bilder hier. Okay, ich habe kein Thermometer. Ich habe Schlüssel mitgenommen. Ich glaube, das hätte Geld gekostet, oder? Ach so, das haben wir noch nicht offenbar, das Thermometer. Thermometer kostet $30. Ein Video und eins für Foto. So, der Geist heißt Maria Taylor. Oh Gott, okay. Maria Taylor. Was wir ins Journal schreiben am besten dann immer. Einer macht das dann immer und sagt den anderen oder so. Okay, ich erkenne aber ganz ehrlich, ich erkenne die Geistersorten alle noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich die auseinanderhalte. Aber ich glaube, das wird durch die Einstellung gemacht, ne? Wenn ich dann hier...
Genau, dann das filtert quasi unten die Geister aus, bis du dann irgendwie, wenn du alles richtig hast, nur noch einen unten hast. Und dann musst du dich entscheiden irgendwie. Oh, okay. Aber ganz kurz zu den Geistern, steht ja auch eine Beschreibung im Journal. Da steht immer so ein kleiner Beschreibungstext. Und so, je nachdem, wie sich alles verhalten hat, kannst du den dann rausfinden. Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Okay, Haben wir ein Zeitfenster? Nee, wir haben den ganzen Tag quasi, oder? Ich hoffe, wir haben die ganze Zeit. Aber das sieht ja schon toll da hinten aus. Okay, dann würde ich jetzt sagen... Ja. Dann gehen wir rein, oder? Oh Gott. Wir schauen mal. Hat jemand den Schlüssel? Brauchen wir einen Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel. Okay. Alles klar, cool. Genau, okay. Pan ist jetzt auch bemüht, ein bisschen leise. Schalt Pan ein bisschen lauter. Bitte B drücken. Oh, Roger. Cool, ich habe eine Taschenlampe. Ja, du hast... Okay, go rein. Oh Gott, da kommt schon wieder die Gruselmusik. Schauen wir mal Licht anmachen. Was ist das Ding hier? Oh Gott. Einmal Licht ist schon okay, oder? Besser. Ja, geil, okay. Man sieht leider überhaupt nichts ohne Taschenlampe. Ja, oh Gott. Oh, das Bild da hinten ist sehr schön. Wie heißt der Geist? Das sage ich jetzt nicht. Ich weiß den Namen noch, aber ich sag den nicht. Ey, ich sag, flüster mal. You remind me of the West Side Story. Aber warum rufen wir ihn nicht? Weil so er dann böse, da wird er böse. Da wird er böse immer. Ach so. Wir müssen das garten, ne? Wir müssen mal. Oh, hier geht's wieder raus. Okay. Ja, Flucht weg. Boah, schöne Küche. Sehr rustikal. Warte mal. Okay, komm, reden wir mal mit ihr. Soll ich mal? Gib uns ein Zeichen. Ja, Mama, komm. Maria Taylor, gib uns ein Zeichen. Okay. Kann man hier jemand hinleuchten? Vielleicht haben wir ja hier einen Schalter noch irgendwo. Warte, ich mach mal ganz kurz bei mir Folgendes. Da. Ja. So. Danke. Wir dürfen nicht zu viel. Okay. Schönes Wochenende. Ich bin voll Laune. Ja, bis jetzt ist nun... Ich meine, der hat doch Gurken gekauft. Die stehen am Tisch. Maria Taylor, gib uns ein Zeichen. Wissen. Suchst du? Siehst du den Schatten auch? Ich glaube, das ist die Kamera. Ich glaube, das ist meine Kamera, die den Schatten wirft. Ich sehe den. Okay. Maria Taylor, bist du da? Nicht so oft den Namen sagen, Pan! Pan, wenn du den Namen zu oft sagst, die jagt dich heim. Beetlejuice. Ja, aber wir wissen doch, hier oben muss jemand zuerst vorlaufen und Licht anmachen. Ich sehe nichts. Achso. Ja, dann machen wir das Licht an, oder? Warte, hier. Okay. Warte mal, ich guck mal alle Tür auf. Ganz schön groß hier, ne? Ey, warte mal. Pan hat doch ihr Walkie-Talkie. Nee, das ist die Fernbedienung, oder? Ja. Pan, mach mal, schlägt dir aus? Nee, hier auch nicht. Oh, hier ist ein Taylor. Es ist kalt in diesem Raum. Es ist kalt. Ich seh's. Okay, das können wir einstellen. Aber nee, wir haben keine Temperatur mehr. Aber was heißt, wenn es kalt ist? Warte mal kurz. Versuch was zu hören. Gott. Nichts erkannt. Heißt das hier nicht Geistpräsenz, wenn es kalt ist, oder? Du kannst sie fragen. Frag mal. Warte mal, guck mal kurz, das Waschbecken, ist das sauber? Nee, ne? Oh, okay, ist dreckig, aber ist kein schmutziges Wasser. Soll ich mal ihren Namen sagen? Ich gehe schon mal zur Tür mit dem Rücken. Nee, gib uns ein Zeichen eher, oder? Maria Taylor, gib uns ein Zeichen. Oh, ich krieg den Namen, oder? Na, mit dem Gerät, das sie gerade hatte, darauf können ja Geister antworten. Achso, ja, Erik, und was sagt? Ja, nochmal sage ich den Namen nicht, oder? Soll ich nochmal? Schau dich. Ja. Okay. Maria Taylor, gib uns ein Zeichen. Nichts. Sie sagt nichts. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Erik, um Gottes Willen. Warte, bist du Erik, da? Schau mal her. Licht aus. Erik. Ja, na schön, ja, das freut mich. Erik, Kamera raus. Ist hier drin. Hier drin? Kamera raus.
Hier kann man raus. Ja. Erik, wir stürmen. Jetzt, ja, es schlägt an. Das Gerät schlägt an. Auf 5. Oh, hier ist noch nichts. Hier ist noch nichts. Ich trage es gleich ins Journal ein, ja? Ich trage es jetzt ins Journal ein. Ja, da ist aber nichts. Ich kann nichts fotografieren. Da ist nichts. Ich gehe auch nicht rein. Bei 5 sollten wir nicht reingehen, steht. Bei 5 sollten wir nicht reingehen. Warum? Hä? Und dann warten wir. Oder wie? Die Gefriertemperatur musst du einstellen im Buch. Achso, dann müssen wir jetzt ein Journal oder was? Ja. Moment. Okay, einer dann, sollte okay. Im Truck. Hämmer. Die Lichter. Jemand ist unzufrieden. Bist einer du da? Im Truck bleiben, steht hier. Taylor! Komm zu mir! Warte mal, Beweis. Gefriertemperaturen kann ich ins Buch machen jetzt. Der Atem zählt als Gefriertemperatur, das ist auch ein Krass. Genau, das habe ich gemacht. Okay, und was noch? Gefriertemperatur noch haben wir nicht. EMF Ebene 5. Achso, EMF Ebene 5. Wunderbar. Genau. Phantom oder Banshee? Okay. Okay. Oh, das wissen wir schon. Okay. Warum wissen wir das? Weil das eingrenzt mit den Sachen, die wir gefunden haben bis jetzt. Phantom, Banshee oder Gespenst? Oh, Jure. Was ist das? Ich höre was. Das braune Becken. Jetzt Das ist das Becken. Ja, das ist das Becken. Foto machen. Ja. Warte, geh mal weg. Foto. Ja, okay, braunes Becken ist gecheckt. Okay, schnell. Soll ich abgehen? Okay. Was für ein tolles Foto. Okay, warte mal. Ich bin der neue Irrs-Andy. Warte mal, wo gebe ich das jetzt ein? Wo? Braunes. Nee, das war nur eine Zusatzoption, das kann man nicht eingeben. Ah. Okay. Warte mal, pass auf. Guck, wir fragen ihn nochmal was. Kann mir jemand von euch leuchten? Ich lege das Buch mal ins Bad. Ja. Warte. Macht das schon wieder nicht. Warum macht der denn nicht? Mit F oder mit G? Mit F. G wirfst du es hin. G. Ne, mit G werfst du ja hin. Ja, genau. F, jetzt muss ich ducken dafür. Okay. So. Maria Taylor, schreibe etwas in das Buch. Maria Taylor, gib uns ein Zeichen. Sag doch nicht zweimal, Danke, Frau Keks. Oh, Putzi, mach doch nicht so ein Geräusch. Ja, was denn? Erik, sind wir jetzt mutig oder nicht? Schreib bitte ins Buch. Schreib ins Buch. Oh, Licht. Oh mein Gott. Was Licht? Warte mal, das Licht schlackert. Sprich mit uns. Pass auf, jetzt. Maria Taylor, sprich mit uns. Nicht auf den Namen sagen. Jetzt kommt's. Und? Maria Taylor, schreibe etwas ins Buch. Die sagen den Namen so oft. Ich wollte gerade sagen, wir sollten doch nicht immer den Namen so oft sagen. Echt nicht? Schreibe etwas ins Buch. Kommunizier mit uns. Schreib ins Buch. Sprich mit uns. Warte mal. Sollen wir vielleicht sie in Ruhe lassen? Und weißt du, vielleicht schreibt sie nur rein, wenn wir nicht zuschauen. Vielleicht ist es schüchtern. Komm ich das da. So, nein, man muss den Raum nicht schließen und verlassen für das Buch. Ah, okay. Schreibe etwas ins Buch. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Taylor! Sag mal, Putzi! Gib uns ein Zeichen! Vielleicht kann die Marie nicht schreiben. Sprich mit uns! Lichter! Licht haben geflackert. Maria Taylor, sing ein Lied. Oh, wie so laut. Gib uns ein Zeichen! Was können wir noch fragen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay. Warte mal, ich nehme es mal mit. Weil hier ist ja offensichtlich gerade keiner. Ich gehe. Ach, ist unser Van da draußen. Ich dachte schon, oh wie schön. Welche Lichtgestalt. Erik! Warte mal, wie kann ich sie eingrenzen? Ich habe EFM 5 über eine Geisterbox. Okay, ich glaube, Fingerabdrücke. Ich glaube dem Chat jetzt mal, dass man den Knochen hier fotografieren kann. Warum habe ich mal gemacht? Ich weiß nicht genau. Warum ist der Hähnchenfinkel da fotografiert? Hat einer im Chat gesagt, also. Man kann den Knochen aufheben. Mit E. Und dann? Okay, ich habe ihn aufgehoben. Der Erik war beim KFC. Gib $10. $10. Okay.
schön beim Capsi gewesen und dann. Kann mal jemand hier hinten das Licht anmachen? Ja, ich bin, komm schon. I kack me ein, da geh ich alleine. Ey, Pan, da. Was sagt die Fernbedienung? Ich krache noch nichts tatsächlich. Sprich mit mir! Hast du hier Licht? Sprich mit mir! Sprich mit uns! Hörst du uns? Bist du hier? Leute, ich habe auf Deutsch eingestellt. Natürlich spricht die Deutsch. Das Radiopan. Erik, alles okay. Alles gut. Wo seid ihr? Oh, es flackert. Ich will nicht sterben, ich bin noch zu jung. Ich bin zu Erik, okay. Erik, alles gut. Erik, Foto machen. Von was denn? Da ist Kamera. Nichts. Ich sehe doch nichts. Mein Licht flackert. Mein flackert auch. Oh, wir sollen gehen. Was auch? Ich hab den Geist. Pan ist tot. Pan stirbt jetzt. Erik. Oh, Pan stirbt. Pan, bist du da? Wo ist sie denn? Pan, bist du da? Pan ist tot. Pan ist wieder tot. Ich wollte den Geist fotografieren, aber du bist da rumgelaufen. Ich dachte, ich wusste, dass der Pan hier ist und ich wollte das fotografieren, aber leider, ärgerlich. Ja, tut mir leid. Warte mal, auf hier. So. Das Buch. Okay, ich habe leider keine Taschenlampe. Können wir die Sicherung wieder reindrehen? Pass auf hier, da, ich gebe dir die. Warte mal. Wie kann ich droppen? Hier, da. Ich schub da mal. Link, ich habe das deutsche Sprachpaket installiert. Ich habe die deutsche Sprache installiert. Bitte lass es doch gut sein. Es ist alles auf deutscher Sprache, Leute. Sie hat uns verstanden. Sie ist sogar reagiert, ne? Warte mal, ist das hier? War das hier gerade die Sicherung? Erik, da ist das Buch am Boden. Ja, warte, jetzt ich. Lass mich mal kurz Licht anmachen. Okay. Oh. Okay. Können wir wieder Licht anmachen dann jetzt? Willst du die Nacht nicht vielleicht aufheben? Ich glaube, das Schlimmste, ja, warte mal. Das Schlimmste an dem Spiel sind, glaube ich, nicht die Geister, sondern das Backseat Gaming. Ey, es gibt mal. Das habe ich bemerkt. So, okay. Die Lampe habe ich, die Infrarotlampe, aber die Frage ist, was können wir noch machen? Ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe das Buch. Wir können das Buch hinlegen. Haben wir noch andere Infos jetzt? Nee. Also wir haben nur die Gefriertemperatur, also das kalte Zimmer und den Wasserhahn. Okay, warte. Aber mal. Ich habe dieses Buch. Wie kann ich das Buch platzieren? UV-Lampe, meine Fresse. So. Wir können auch gleich Emote-Chat anmachen. Das geht natürlich auch. Ne? Ich wollte es nur mal sagen. Das können wir auch machen. Vielleicht manchmal. Ich glaube, der Geist ist oben. Warte mal. Also, sprich mit uns. Ich glaube, es ist eher oben. Ich komme rauf. Aber es ist hinter Pan hergelaufen, ne? Okay, lass mal. Liebe Mods, könnt ihr mal Emote-Chat anmachen, bitte? Dankeschön. Sprich mit uns! Aber das Ding schlägt noch nicht aus, glaube ich. Also ich glaube, wir müssen näher gehen, oder? Ich weiß es nicht. Ist das eine gute Idee? Ich meine auch, man sollte es nicht zu lange im Haus aufhalten. Oh, du meinst, wir sollten rausgehen, um es zu resetten, oder wie? Nicht resetten, sondern wenn wir je länger wir hier bleiben, desto wütender wird der Geist wohl. Okay. Vielleicht ist es wirklich unten. Ich glaube, weil die Fernbedienung sagt gar nichts. Also, okay, also sie ist auf jeden Fall hinter Pan her. Also sie müsste theoretisch unten sein, wenn. Wo ist sie? Erik, mach Foto! Da ist sie, ich sehe noch niemanden. Kommt da jemand? Hast du sie nicht gehört? Ich habe sie gehört, aber nicht gesehen. Okay. Es war eine Banshee, glaube ich, ne? Ich glaube, es war eine Banshee. I don't know. Lass uns abhauen. Ja, und okay. Lass mir die Pan aber liegen. Ja, willst du sie mitnehmen? Also, Pan bei aller Liebe, aber. Okay.
Ja. Wir müssen halt abhauen, um noch Geld mitzunehmen, damit wir was leisten können. Wo gehst du hin? Das ist doch die Küche hier, oder? Achso, ich hab den Weg nicht mehr raus. Hier ist noch eine Tür. Ah. Okay, Erik. Hier vielleicht. War die Tür nicht da? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Erik! Wo bist du denn? Hier. Mann, oh! Ich glaube, wir sind jetzt hier hinten raus, ne? Ja. Okay, jetzt ist alles gut, oder wie? Jetzt ist alles gut, wir müssen jetzt nur vorne rum. Liebe Pan, ja, wir gedenken deines Opfers, aber wir müssen wieder nach Hause. Pass auf, stell mal bei Job noch Banshee ein gerade. Ich glaube, das war eine Banshee, ich bin mir fast sicher. Ach so, wir können jetzt auch so ein paar Groschen mitnehmen, also immer wieder? Ich habe zweimal den Geist fotografiert und einmal den Knochen. Du hast den Geist fotografiert? Ich habe ihn fotografiert. Lass mal kurz Banshee. Kann ich das Foto sehen? Warte, weiß ich noch nicht genau. Warte mal. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Banshees fürchten das Kruzifix, sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Okay. Und das andere wäre... Ich guck mal ganz kurz. Aber wo siehst du das? Wo siehst du das? Ich lese das gerade. Das andere wäre Phantom. Banshee dachte ich nur wegen Banshee-Schrei. Ich guck grad mal. Warte mal. Okay. Also ich sehe das gar nicht. Die Banshee. Okay. Achso, ich bin so doof. Phantom wollte ich gerade lesen. Warte mal. Ich sehe das Bild! Ich sehe deine Bilder! Oh cool, das ist nice. Schmutziges Wasser, Geist und Knochen. Ja, Mann. Ah! Ein Phantom ist ein Geist, der von dem lebenden Besitz ergreifen kann, meistens beschworen durch das Ouija-Board, verursacht Angst in den Menschen um ihn herum, senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet ins Temporär. Das ist aber nicht passiert. Nee, wir haben auch kein Ouija-Board benutzt. Wir haben das... Da muss es eigentlich die Banshee sein. Weil ich habe den Geist fotografiert. Ich habe den Geist fotografiert und der hat trotzdem noch Pan umgebracht. Der ist nicht verschwunden. Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, sein Opfer zu stalken, bis es jemand tötet. Ja, sie hat doch nur eine Person gejagt. Ne? Schwächen, Banshees fürchten das Kruzifix. Haben wir eins? Nee, wir haben keins, oder? Nee, wir haben kein Kruzifix. Ja, dann was ist, wenn wir jetzt zurückgehen? Wir wissen ja, welcher Geist es ist. Nehmen wir beim nächsten Mal ein Kruzifix mit? Wir haben kein Kruzifix. Also du meinst, wenn wir wiederkommen? Aber wir können noch einen kaufen. Ja, wir kriegen jetzt ein bisschen Geld dazu, oder? Ja, aber dann wird die Mission das nächste Mal anders sein. Da, also wenn wir wiederkommen, ist ein anderer Geist hier drin. Das ist immer random. Aber dann sind wir besser vorbereitet, oder? Also je mehr Equipment wir haben, desto besser sind wir natürlich vorbereitet. Das meine ich, genau. Dann lass doch jetzt immer covern. Okay. Aber das nächste Mal, wenn wir hier wiederkommen... Kriegen wir jetzt überhaupt irgendetwas? Hm? Ja, wir haben jetzt überhaupt irgendetwas? Ja, doch. Ein paar Almosen sind da bestimmt drin. Ich hoffe, wenn wir so einen Geist fotografiert haben. Also ich hoffe, Banshee ist richtig. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe auch. Sag mal, kommen wir hier auch wieder zum Auto? Ist die weggefahren? Ja. Da ist er. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt gehen wir hier eben hin. Hast du sie gesehen, den Geist? Ja. Also nur einen schwarzen Schatten. Wie hat sie ausgeschaut? Ach so. Ein schwarzer Schatten. So wie die Wolke da oben gerade. Eine sehr realistische. So. Also Pan, ich hoffe, dein Opfer war nicht umsonst. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Kohle und wir können Taschenlampen kaufen vielleicht schon mal. Genau, dann haben wir alle eine Lampe, ist doch schon mal besser, oder? Genau, wir müssen das öfter streamen, damit wir ja Ausrüstung kaufen können. Ja, voll. Gerne. So. Okay. Ja gut. Dann, wie? Oh, Alter, meine Sanity ist auf 44%. Ich sehe jetzt gerade Erik gepostet, der Gebäude da. Ehrlich gesagt. Können wir jetzt abschließen? Warte. Wir fahren, ne? Muss ich das Buch... Nee, wir haben $10 letztes Mal gekriegt. Das Buch müssen wir nirgends einchecken, oder? Also ich hab's hier noch. Nee, das ist ja das andere Buch. Das ist ja das J-Buch. Ich glaube, es reicht, wenn wir das hier drin haben. Hatten wir noch einen Beweis, einen anderen? Nee, ne? Oh, was die Leute sagen, in meinem Buch steht nicht alles. Steht doch wohl doch, oder? Gefriertemperaturen? Ja. Und dann nichts mehr. Oh. Gefriertemperaturen? Wir haben auch EMF-Ebene 5. Okay, ja, und was noch? Und bei Geisttyp würde ich sagen Banshee. Ich weiß aber nicht, ob wir noch einen weiteren Dingens haben. Das weiß ich nicht. Wie logge ich ein? Einfach nur aus dem Buch gehen und fertig? Das müsste eigentlich reichen. Also letztes Mal habe ich $10 bekommen dafür. Okay, ja gut, dann müsste ich alles haben. Was passiert? Dann gehen wir wieder. Ich hoffe, das war eine Banshee. Wegen dem Schrei. Ich hoffe. Wir werden es erfahren. Und die Pan fährt als Geist mit. So. Die Pan wird immer bei uns sein. Die wird immer bei uns sein. Guter Arbeitstag. Oh, ach, schön. Feierabend. Jetzt. Oh, haben wir uns verdient.
Oh, jetzt wird es wieder laut. 65 Euro! Der Geist von Banshee! Schön. Der Geist von Banshee, ja! Zeig mal, wo, Aufgabe, wo sehen wir das? Aufgabe 1 haben wir erfüllt, ach, Aufgabe 2. Oh, ja! Ich hab's nur anhand vom... Erst gesagt, von Tore. Ich hab's nur vom Schrei her gehört. Ich bin stolz auf euch. Ich dachte, wegen dem Schrei dachte ich, dass es eine Banshee wäre. Okay, das habe ich gar nicht gehört. Boah, ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dein Tod fand ich umsonst. Tut mir leid, das will ich immer opfern. Ja. Nee, alles in Ordnung. Dafür, also ich die Todesanimation. Ah.